Jetzt gibt's doch noch eine Wortmeldung zum Volksbegehren Rücktritt Bundesregierung. Und zwar Christian Stocker, Generalsekretär der ÖVP. Meine sehr geehrter Herr Präsident, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher hier im Saal und vor den Fernsehgeräten. Man kann vieles, was hier gesagt wurde, einfach so nicht stehen lassen. Und zwar deshalb nicht, weil es einfach nicht stimmt. Und ich beginne bei dir, Kollege Kohlroos. Wenn du sagst, das kommunale Investitionspaket, das, ja, ich weiß ja, ich käme nicht aus. Ich habe euch ein Budget saniert, was hin auf Fetzen war. Das darf ich da nur mitgeben. Aber eines sage ich dir auch. Du bist der Bürgermeister in deiner Gemeinde. Und ich frage mich, ob du das erste kommunale Investitionspaket abrufen konntest. Ich glaube schon, weil sonst wärst du ein schlechter Bürgermeister. Und so ist es vielen Gemeinden gegangen. Dieses Investitionspaket war ein Erfolg. Rede mit deinen Bürgermeisterkolleginnen, reg dich nicht so auf. Es hat den Gemeinden und den Menschen geholfen. Und wenn du die Gebühren erhöhen musst, ist es deine Verantwortung und nicht die der Bundesregierung. Aber was hier auf keinen Fall im Raum stehen bleiben darf, ist das, was der Kollege Amesbauer hier gesagt hat. Er ist jetzt nicht mehr im Saal. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wo er jetzt hingegangen ist, um sich zu beruhigen oder etwas anderes zu tun, was ihn vielleicht in eine andere Verfassung bringt. Wer hier sich herstellt, an einem Tag, wo seine Partei von Systemparteien spricht und dafür zu Recht einen Ordnungsruf bekommt und eine Wutrede hält im Stil eines politischen Hasspredigers mit Behauptungen, die nicht nur nicht bewiesen, sondern nicht einmal erhoben worden sind, nämlich, dass sich diese Regierung bereichert hätte, dass sich die ÖVP bereichert hätte. Auch der Korruptionsvorwurf, der ist gegenüber der Regierung überhaupt nicht erhoben worden. Wer das alles hier in diesem Hohen Haus in dieser Art und Weise von sich gibt, Herr Kollege Amesbauer, der stellt vor allem eines unter Beweis, dass ganz egal, wann neu gewählt wird, die FPÖ keine Alternative ist und es gut ist, dass sie nicht mehr in der Regierung sind. Ich würde trotzdem bitten, dem Herrn Abgeordneten Stocker, das im Stil eines Hasspredigers zurückzunehmen. Es ist nicht ein Hassprediger gefallen, das ist richtig, das ist nicht ordnungsrufwürdig, aber auch im Stil eines Hasspredigers sollte man zurücknehmen, bitte.